Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Metroid Prime, Part Nummer 15. Ja, im letzten Part haben wir uns ein bisschen umgeschaut, haben ein paar Missile-Container gesammelt und sind jetzt hier in einem Raum, wo eigentlich auch noch ein Missile-Container ist, wo ich aber persönlich gerade gar keine Ahnung habe, wie ich da hinkomme. Nicht wirklich. Wir haben halt nur hier diesen Schalter hier aktiviert gehabt und haben dann am Ende hier oben das hier geöffnet dadurch, aber ja, weiter wüsste ich jetzt nicht, was wir noch machen sollten. Jetzt seid ihr mal, wir können das mit der. Müssen wir ganz was ausprobieren. Kann ich vielleicht da Morphballbomben benutzen? Kann natürlich auch sein, dass man das vielleicht irgendwie wegsprengen muss dadurch. Wäre ja möglich. Aber sieht nicht so aus, gell? Nee, nee. Ah, ich habe gerade gesehen, da oben ist auch noch eine Metallschiene. Okay, also müssen wir noch ein bisschen höher. Also Magnetschiene besser gesagt. Genau. Kamera ist mal eben gedreht, okay. Alles klar. Ach so, ich bin ja sogar richtig, merke ich gerade. Ja, die Kamera hat sich nur generell gedreht und ich war schon selbst verwirrt. Macht natürlich Sinn, dass man dann nur so hoch kommt. Alles klar. Alles klar, und was wir gelernt haben ist, wir sollen jetzt eine Morphan-Bombe nutzen, dass wir nach oben katapultiert werden. Und aktivieren. So, jetzt macht natürlich alles Sinn. Alles klar. Also kommen wir da jetzt langsam aber sicher auch zu unserem Missile-Container. Also wir jetzt einfach hier nach unten und dann, ja. Doch so einfach am Ende, gell? Aber man denkt erstmal ewig kompliziert. So, und hui, und juppidu. Wenn jemand dieses Minispiel am PC Icy Tower kennt, der weiß, wer es kommt. Dieses Juppidu. So. Alles klar. Oh, sogar noch auf Zeit. Ja gut, okay, das war jetzt eigentlich nicht unbedingt jetzt super kompliziert auf Zeit in dem Sinne, gell? Da hinten ist nichts, okay. Hätte sein können. Okay. Achso, das ist nur, damit man hier wieder rauskommt. Ich denke, wird. Ich sag's ja, ich denke mal hin wieder zu kompliziert. Ich denke, ah, da ist noch eine Stelle und dann kann man noch ein bisschen was gucken, aber das war dann einfach wirklich nur dazu gedacht, dass man hier nochmal. Ja, dass man halt rauskommt. So, zumindest haben wir jetzt, was wir wollten. Und dann können wir ja gemütlich weitergehen. Natürlich nicht vergessen, dass wir hier und da mal vielleicht eine. Ja, eine Speicherstelle haben wollen. Weil im letzten Part habe ich ja nicht gespeichert. Na, hier schon wieder. Okay. Nix spawnen, weil ich auch nichts brauche. Außer vielleicht ein paar Missiles. So, hier ist wieder. Ah, ja. Als Statue der Chozo-Ältesten identifiziert. Den Überlieferungen der Chozo zufolge dienten diese Statuen als wachsame Beschützer von Grabmälern und Schreinen. Ihre ausgestreckten Hände sind leer, als würde eine Gabe erwartet. Ja, also mich. Was haben wir hier? Abnehmer zum Empfangen und Sammeln von Sonnenenergie. Ein eindrucksvoller Anblick. Ja, okay, Schienensystem. Was haben wir hier unten? Oh ja. Okay. Ich bin froh, dass es beim Scan passiert ist, weil das war die erste große Stelle im Spiel, wo ich mich damals, wie gesagt, das ist ja auch schon über 10 Jahre her, habe ich mich furchtbar erschreckt. Und zwar, das, was wir hier jetzt gerade hören, ist der Angriff der Chozo-Geister. Und die sind nicht ohne, kann ich euch sagen. Man hört sie auch an der Musik, wie verstörend die sich anhört. Das größte Gut der Ältesten findet sich jenseits des zweiten Schlosses. So, und die andere Tür ist da wo mutig zu. Ja. Weil wir haben sie jetzt mit Chozo-Geistern zu tun, genau. Also die Musik. Anomalie, Chozo-Geist. Spektralerscheinung, unempfindlich gegenüber natürlichen Energien. Da dieses Wesen fortwährend ihre Präsenz verändern, lassen sie sich nur mit Hilfe des X-Ray-Visors präzise erfassen.
Dieser Wandel macht sie unempfindlich gegenüber Waffentechnik, die auf natürlichen Phänomenen wie Feuer, Eis und Elektrizität basiert. Ihr wechselhaftes Verhalten ist vermutlich auf die schadhaften Einflüsse des Fesseln aus der Umgebung zurückzuführen. Es ist auffallend, dass sie sich zu religiösen Stätten der Chozo hingezogen fühlen. Dort stürzen sie sich gewaltsam auf alles, was in ihrem Bereich dringt. Und wie gesagt, die sind halt echt nicht ohne. Man sollte halt wirklich im Vergleich zu den... da ist er. Also im Vergleich zu den... ich bringe hier fest. Oh, verdammt. Also im Vergleich zu den Dingens hier, wie heißen die mal, die Piraten, sind halt die halt wirklich gefährlich, weil die halt wirklich sich nicht einfach unsichtbar machen, die teleportieren sich sozusagen in dem Sinne schon. Dass man auch wirklich ständig die... Ja. Die Umgebung fehlt. Aber ich muss sagen, das war jetzt eigentlich weniger schlimm, als ich in Erinnerung hatte. Also ich habe die irgendwie voll gefährlich in Erinnerung. Also irgendwie haben die mir gerade nur... Hätte ich mich nur einmal getroffen. Okay. Diese mechanische Vorrechnung scheint drehbar zu sein. Ja, wie gesagt, erstmal hier scannen, bevor alles Sache ist. Okay, ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, dass der nicht ganz so gefährlich war, wie gedacht, aber ich glaube, das lag eher daran, dass es spätere Räume gibt, wo mehr als einer rumgeistert. Das war sozusagen jetzt nur der Auftakt in dem Sinne. Aber gut. Mit Chosen-Schriften entziffert. Das holographische Banner trägt die Kennzeichnung die Halle der Ältesten. Okay, das steht hier überall dran, damit halt, wenn man vier Personen ist, dass es hier das jeder durchlesen kann, gell, so ein bisschen. Sollen wir sonst noch irgendwas zum Scannen hier oder vielleicht so durchgucken? Nee, okay. Also einfach erstmal uns hier so ein bisschen hinsetzen. Oh. Wir wollten uns schon hinsetzen hier. Alles klar. Aber bitte auch loslassen. Wieder. Bowling! Okay, gerade reagiert, richtig gedrückt. Einfach mal hier Bowling gespielt. Ja, ja, die waren halt... Ah, okay, drei verschiedene Farben und wie ihr seht... haben wir leider nicht alle Farben. Wenn man sich das mal gerade so betrachtet. Bin ich hier eigentlich? Ich musste ja die ganze Zeit... Ich muss immer noch da hinten hin. Also können wir das hier gar nicht noch nicht wirklich aktivieren hier, wenn ich mir das gerade so überlege. Oder doch? Okay, eine Speicherstelle. Ah, nee. Kartenterminal, okay, alles klar. Auch nicht schlecht. Nee. Ach, das ist ein... Ah, das ist ein... Dass wir wieder aufladen können, okay. Missildepot. An diesen Terminals lässt sich der Missilvorrat auffüllen. Ja, okay, ich wusste, dass es sowas natürlich gibt, aber ja, ich habe natürlich keine Ahnung, wo die überall alle rumliegen. So, ja, ist natürlich jetzt auch die Frage, selbst wenn wir hier nicht weiterkommen, was müssen wir denn hier jetzt genau tun? Weil wie gesagt, die Türen kriegen wir natürlich nicht auf. Also müssen wir jetzt einfach nur, ja, irgendwie, da hinten oben ist irgendwo eine Tür. Müssen wir da irgendwie hin? Achso, da hoch, okay. Na, lass mich auch richtig springen hier. Alles klar. So, jetzt macht es natürlich Sinn. Ah, da ist... Ach so, ja, da ist noch ein Tor und das... Ja, das kriegen wir wohl erst auf, wenn wir die drei da aktiviert haben. Schutzschild in Betrieb, Fenster gesichert. Ja, aber... Ja, im Feld von wellenförmiger elektrischer Energie umgibt dieser Aktivator. Also hier müssen wir halt jetzt mit... Normalerweise mit der Waffe jetzt drauf schießen, dass es halt weggeht. Vielleicht reiche ich auch erstmal eins hier. Ja, zumindest teilweise. Ah, ich liebe das, wenn sich die Umgebung verändert. Ah, okay, okay. Ich verstehe schon. Ja, doch, jetzt habe ich langsam wieder Erinnerung dran. Der Raum hier ist halt... Also hier kommen wir öfters hin. Und je nachdem, was für eine Waffengattung wir haben, verändert sich halt der Raum so weit, dass wir halt wieder was anderes aktivieren können. Gibt es hier irgendwas Besonderes? Ich denke, jedes Mal, wenn ich irgendwo eine Plattform habe zum Springen, dann gibt es da auch was. So, und zwar jetzt aus dem Grund, weil hier sich das hier verändert hat, müssen wir uns einfach jetzt nochmal rumrollen. Gott, wenn einem die Erinnerungen wieder hochkommen, wenn man etwas ewig nicht mehr gemacht hat, gell? So, und einmal Bowling.
So, und schon kommen wir ganz woanders raus. Ja, interessante Technik, oder? Was meint ihr? Schon geht es natürlich wieder an, weil das ja dann für die anderen Sachen später gedacht ist. Okay, und so kommen wir jetzt dann hier hin. Weil natürlich die Frage ist, kriegen wir das jetzt... Ja, müssen wir eigentlich das deaktivieren können, oder? Schon steht außer Betrieb. Ja, dass wir halt jetzt reinspringen können, ohne dass wir das halt mit dem Bowling-Spiel dann nochmal machen müssen. Na? Oh. Okay. Ach, das sind diese, diese Kröten. Abflussdeckel hält Stand. Wasserstand des Beckens bei 95% gehalten. Ja, auch wenn ich, wie gesagt, ich mag ja kein Wasser. Also nicht im Sinne von, ich mag keine Unterwasserlevel in dem Sinne, sondern ich mag hier nicht ins Wasser, weil es halt so ein bisschen creepy ist, da unten rumzugeistern. Wobei ich gerade weiß, ist es tief oder nicht tief? Das sieht aber, doch, es ist tief. Oh ja. Seht ihr, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich hier jetzt so bin und mir irgendein Vieh entgegenkommen würde, dann hätte ich ein bisschen Panik. Okay, da ist was zum Aktivieren. Ah, nee, oh, ach so. Lass uns das halt einfach ab. Okay, alles klar. Ah, okay, ja, okay, alles klar. Jetzt müssen wir hier wieder Halfpipe-mäßig durch. Das hab ich ja direkt richtig gemacht, okay. Weiß gar nicht, ob man das hätte scannen können, aber gut. Das lassen wir halt jetzt hier die ganzen Kröten hier erstmal wegkriegen. So, alles klar. Weiß nicht, ob wir das jetzt machen müssen, aber ich mach's jetzt einfach mal trotzdem, weil ich die Möglichkeit dazu habe. So. Ich will immer auf A springen, aber dabei muss ich mit B aufladen. So, also war das jetzt nur dafür gedacht, dass man halt jetzt hier irgendwie ja, hin und her geht, während man halt gleichzeitig ja, dass man halt hoch genug kommt, ohne dass die Viecher einen nerven. Oh, Gott, jetzt habe ich mich gerade erschrocken. Jetzt habe ich mich gerade wirklich erschrocken, dass da noch einer war. Okay, also sind wir jetzt sozusagen jetzt an der Stelle, wo wir hin müssen, okay. Was ist da hinter mir? Eine Speicherstelle oder was? Weil die ist ja wieder abgeschlossen. Das kann ja gut sein, dass das dann genau das der Fall ist. Ja. Ist natürlich auch interessant gemacht, dass man halt die Speicherstationen immer hinter verschlossenen Toren hat. Also heißt im Sinne von, ja, du hast keine Missiles, dann kommst du hier auch nicht rein. Also auch ein bisschen Spaß am Sein, wenn wir genug haben, gell, in dem Sinne. So, aber sehr schön, das haben wir eigentlich mal gespeichert. Dann gehe ich erstmal hier wieder hin. Vielleicht gibt es hier noch eine Kleinigkeit. Vielleicht ist auch nur ein Weg zurück irgendwo. Weil, wie gesagt, dadurch, dass wir jetzt da erstmal hin müssen, gehe ich halt jetzt extra erstmal den Weg, einfach nur um zu gucken, was da ist. Ah, hier gibt es wieder einen Teleporter. Ah, okay. Ja gut, dann müssen wir das erst einsammeln und dann... Oder was auch immer das da ist. Ich weiß nämlich jetzt gerade nicht. Wobei, hier ist Hitze und Co. Kann natürlich auch sein, dass das jetzt einfach ein Waffen-Upgrade ist, aber das... Wäre ein bisschen... Ah, sind alle wieder da. Wäre ein bisschen interessant, wenn wir das jetzt ohne Kampf kriegen würden. Ja gut, ist die Frage, komme ich darüber? Ja, müsste eigentlich. Alles klar. Ja doch. Okay, wir kriegen das einfach so. Icebeam. Alles klar. Also ich habe irgendwie die Erinnerung gehabt, ja, wie gesagt, man weiß ja nicht mehr alles auswendig, dass man halt schon, gerade bei den Waffen, halt auch Bosse besiegen muss, um die zu bekommen, aber okay. Ja, einmal wechseln, genau. Mhm. Und jetzt kann man ja auch die weißen Türen öffnen hier. Jetzt macht es natürlich auch Sinn. Zusätzlicher Datenertrag im Inventar. Gucken wir mal eben. Waffenarm hier. Icebeam. Samus-Notizen. Mit Hilfe des Icebeams lassen sich weiß markierte Türen öffnen. Der Icebeam ist ausgesprochen effektiv bei der Bekämpfung von hochtemperierten Lebewesen. Durch Aufladen des Icebeams lässt sich der Frostzustand eines Gegners zusätzlich verlängern. Im Frostzustand lassen sich manche Gegner durch Missilbeschuss zertrümmern. Ja, das macht natürlich Sinn, weil was eingefroren ist, kann auch natürlich sehr leicht kaputt gehen. Natürlich auch interessant gemacht, wir sind hier reingekommen und wir müssen den Icebeam einsammeln, sonst kommen wir hier nicht mehr raus. Ja, das ist halt die Art und Weise, wie das Spiel halt aufgebaut ist, dass man halt die Sache nicht verpassen kann in dem Sinne. Ja, wie ihr gesehen habt, wenn ich irgendwo hinschieße, dann
friert sich die Umgebung ein. Was natürlich auch sehr schön ist, wenn man jetzt auflädt, dann friert sich auch die ganze Waffe ein. Und wenn ich das loslasse, dann zersplittert es wieder. Also das ist halt schon Detailgrad, muss man schon sagen. Und auch wie der Schuss dann aussieht, wenn er an der Wand landet. Also da hat man sich, wie gesagt, schon Mühe gegeben, dass es auch optisch schön aussieht in dem Sinne. Aber ist natürlich auch wieder eine Waffe, die nicht gerade schnell schießt. Das ist die höchste Geschwindigkeit. Macht gerade Dauerfeuer. Aber das ist halt auch aus dem Grund, weil die Waffe halt nicht gerade gerade schwach ist. So, also geht's dann da hinten weiter. Erst einmal. Wobei, jetzt gibt's wieder zwei Wege, wo ich lang kann. Das eine könnte natürlich auch einfach nur eine Abkürzung sein. Na, ist das hier was? Nee. Sieht nur so. Sieht nur wichtig aus. Ah, okay, es haben hier sogar zwei Wege. Südlichen Teil der Taloberwelt. Jetzt ich frage, müssen wir jetzt, zu welchem müssen wir jetzt hin? Aber ich denke mal, dass ich jetzt, dadurch, dass ich jetzt den. Ja, da ich jetzt die Eiswaffe habe, muss ich jetzt erstmal. Dann müssen wir beide ausprobieren, bin ich ganz ehrlich. Na komm, wir gehen erstmal den, ohne den Eisbeam. Einfach aus dem Grund, weil das ja der. Das, was wir eigentlich holen sollten. Dass dann das andere vielleicht, optional ist. Einfach nur mal gucken, wo wir da rauskommen. Weil es kann nämlich auch sein, dass das einfach nur dafür gedacht ist, dass wir jetzt mit dem dann irgendwo nach oben fahren und nur dadurch da hochkommen. Und dass wir dann, ja, dass wir dann eh wieder zurück müssen und dann den eigentlichen Weg gehen. Ja, wollen nicht gucken, habe ich schon. So, zumindest, ja, wir haben eine neue Waffe bekommen, ist schön. Und natürlich auch wieder sehr viele Wege offen, weil wir ja auch einige weiße Tore schon gesehen haben. Aber so ist halt das Spiel. Man findet irgendwas und dann öffnen sich eigentlich wieder 100 Wege gefühlt und dann muss man erstmal wieder gucken. So, und erstmal gucken, wo sind wir hier? Na, okay, also so ein kleine Abkürzung in dem Sinne. Ansonsten bietet der Raum eigentlich nichts großartig. Oh, Dach. Ah, nee, das ist nur. Dass man das hier eigentlich aktivieren könnte, aber ja. Man würde nämlich vermutlich auch von der Seite aus hinkommen, weil man ja jetzt den Eisbeam hat. Und die kann ich doch einfrieren. Kann ich, okay. Gut, halt nicht. Achso, hier sind Pilze. Ich hab gerade gedacht, was ist das für ein Geräusch, aber okay. So, ich hört mal auf, hier komisch Geräusch zu machen und lass mal kurz den Raum zum. Bisschen scannen, was ist hier? Die massiven Äste verlaufen quer durch den Raum und blockieren nun den Durchgang. Unterhalb der Äste scheint genügend Platz zu sein und. Ja. Für die Leute, die sich wundern, warum sie da nicht durchkommen oder was oder wie. Ich meine, ich kann ja auch drüber springen. Manchmal. Ah, wir haben ja ein. Ja gut, es war dann halt wirklich nur dafür gedacht, dass wir hier einen. Na, hopp ab hier. Wobei, ich kann ich auch ganz am abschießen. Dass wir den Missile-Container bekommen. Und ansonsten würden wir dann wieder in den Raum hier kommen. Ah, nee, da kommen wir zu einem ganz, ganz anderen Raum. Jetzt ist natürlich die Frage, soll ich nochmal zurück oder. Ich gehe nochmal zurück. Ich komme schon mal zurück. Also, hier lang. Gerade den Weg gesucht. Ja, ich möchte halt nochmal zurück, weil ich glaube, da geht's halt jetzt wirklich weiter. Deswegen möchte ich gerne erstmal den anderen Weg zuerst gehen, um vielleicht zu gucken, dass man da vielleicht nicht weiterkommt. Und dass man dann hier eh lang muss, aber ich möchte halt sicher sein. Ich meine, sorry dafür, dass ich immer mal wieder ein bisschen hin und her laufe, aber das Spiel ist sowieso darauf aufgebaut, Backtracking zu betreiben. Von daher, wie gesagt, ich wiederhole mich, ist normal. Warum entschuldige ich mich eigentlich immer dafür, dass ich das Spiel so spiele, wie man spielen soll? Dass man sich möglichst umguckt, möglichst viel findet und sich dann auch dann dementsprechend ausrüstet, um stark genug zu sein für die anderen Gegner. So. Weil für irgendwas muss ja der andere Weg auch da sein, deswegen. So, eigentlich könnte ich mal zwischendurch einfach mal speichern. Aber nur aus dem Grund, weil wir eh gerade dran vorbeilaufen. Es dauert ja eh nicht so lange. Außer vielleicht ist die Animation hier, aber das ist natürlich auch
jetzt gemutzt auf kleinem Niveau. Also wenn ich jetzt auf Pause drücke, also auf Start, dann kann ich das sogar abbrechen. Also diese Animation, dass man wieder in den Head-Visor geht. So, am Ende ist es nämlich hier einfach nur eine Standardabkürzung. Aber ich möchte halt wissen, wo wir da rauskommen. Und übrigens nochmal wegen dem Wasser. Es gibt in dem Spiel wirklich irgendwo eine Stelle, wo dann halt unter Wasser was ist. Und ich habe keine schöne Erinnerung daran, bin ich ganz ehrlich. Deswegen, ja. Ah, es gibt... Okay, also entweder gibt es zwei Wege oder es ist halt... Ja, stimmt, wir sind ja eh auf derselben Map. Also, ja. Oh, ich kenne ich schon, gell? Ja. Ui, ein Schuss in diesem Platt. Interessant. Na du? Oh. So geht's natürlich auch. Oh. Ach, das fliegt einfach zu denen direkt hin und dann geht's kaputt. Also das Vieh lebt natürlich auch gefährlich, wenn man das mal so überlegt, so ein bisschen. Auf jeden Fall sehr interessanter Raum, muss ich sagen. So. Was ist das hier? Das ist nur Gestrüpp. Okay, alles klar. Auch mal kaputt machen, so ein bisschen. Aber wenn sie eigentlich nur zum Leben bekommen da sind. Okay, wir haben hier eine ganz, ganz komische Spirale, die uns dann nach oben führt, gell? Ja. Gehen wir da einfach mal hin. So, loslassen, wieder festhalten und weiter geht's. Ja, das ist halt auch, da, sowas kommt halt öfters vor im Spiel. Dass man halt hier ein paar Sachen hat, wo man halt hier so ein bisschen mit dem Ball spielt. Wobei ich mich jetzt gerade frage. Na, toll, ich bin gerade runtergefallen. Da müsste nämlich da oben in der Mitte muss nämlich auch noch was sein, deswegen bin ich gerade überlegen. Na. Übrigens ist es hier auch so gemacht, man muss die ganze Zeit immer nur in eine Richtung drücken. Dass man, also wenn ich jetzt hier die ganze Zeit mit den 360-Grad-Stick hier drehen müsste, um hier hochzukommen, dann wäre es natürlich eine Sache für sich. Und ich stelle mich hier gerade sehr dumm an. So, jetzt aber. Und diesmal ohne, dass ich ganz runterfalle. Vielleicht kann ich einfach von der Plattform einfach auch hochspringen in dem Sinne, ja. So, alles klar. Weil das in der Mitte sah mir ein bisschen auffällig aus. Oder vielleicht ist es ja auch einfach gar nichts, dass es einfach nur generell so weit nach oben geht. Kann natürlich auch sein, aber man möchte sich natürlich sicher sein. So. Ah, okay. Sind wir hier. Analyse der Wand weist auf erhöhte Instabilität der vollgestellter Wassereinwirkung hin. War das mit Morphball? Nee, da müssen wir... Ich glaube, das ist auch wieder so eine Stelle, wo wir, ja, wo wir halt wieder die Powerbomben bräuchten. Ja, okay. Gut, das hat sich erledigt. Na, soll natürlich auch die passende Waffe nutzen. Ah, wobei, naja, ich hab's gerade gesehen, da ist noch ein anderer Weg. Ja, ja, weil ich kann ja auch mal hier unten entlang laufen. Ich merke nämlich gerade, hier gibt es nämlich viele Wege. Okay, ist das hier? Abriegelung aktiv. Das Steuerungssystem befindet sich auf der anderen Seite. Okay, also von hier aus kann man dann wieder zurück in dem Sinne. Aber auch etwas, was mir nicht mehr wirklich bekannt vorkommt. Wenn die Lücken dazwischen ein bisschen größer werden, kann man mit dem Morphball durchquetschen. Aber leider halt nicht. So, also jetzt erstmal gucken, wie wir da rüberkommen.
Also doch irgendwie mit dem Morphball rüber, nicht? Ich entdecke das Game gerade neu. Na. Sollte vielleicht rübergehen, ohne in Schwung zu sein, einfach nur zu fallen. Alles klar. Weil irgendwie muss man ja da an die Tür darüber kommen. Es sei denn, das ist so gemacht, dass man halt eher eigentlich nicht dahin kommen kann. Zumindest nicht auf diesem Weg. Weil halt dieser Baum im Weg ist, logischerweise. Ja, das ist wie so ein Alpha-Band. Da kommt man nicht rüber. Oder übersehe ich gerade was? Kann natürlich auch sein. Sieht mir eigentlich eher danach aus, ob das vielleicht ein Weg wäre, wo man dann wieder zurückkommt und dass man dann halt. Ja, dass man halt dann. Wenn man da einmal lang gegangen ist, dass man dann wieder zurückgeht. Einmal gucke ich nochmal und wenn nicht, dann gehe mit dem anderen Weg. Es sieht halt wirklich nicht unbedingt danach aus, als ob ich da jetzt irgendwie speziell mit dem Morphball dann eine Morphballbombe nutze, um rüber zu springen. Und ich glaube, hier zwischendurch geht es, glaube ich, auch nicht. Nee. Da läuft man wie so gegen eine Alpha-Wand. Also es ist nicht gewollt, dass man da hingeht. Nee, okay. Gut, dann kommen wir später wieder hin. Zumindest, wenn wir halt hier die Powerbombe haben. Aber da wollte ich mir halt wirklich sicher sein, dass man da nichts verpasst hat. Hat man ja schon ein oder andere Mal, dass wir da irgendwie an einem Raum vorbeigelaufen sind, der halt eigentlich schon begehbar war und wir dann ihn nicht begangen sind, weil es andere Wege gab. Aber spätestens dann, wenn man auf eine Sackgasse stößt, dann merkt man sofort, okay, da müssen wir eigentlich noch nicht lang. Aber man müsste sich natürlich dann auch sicher sein, dass man dann weiß, warum man da nicht lang kann. So, komm, geh auf Tür. Na. So, den Eisbeam muss ich übrigens auch mal dran gewöhnen, weil mit dem werde ich vermutlich erstmal eine Weile rumlaufen. Aber gleichzeitig, dass man halt auch sehr langsam mit rumballert. Vor allem dann die passenden Gegner finden, die dann auch anfällig sind, sage ich mal. So, Achtung, was mache ich hier? Ich drücke Tasten. Ja, macht ihr mal. Na. So, ihr haut ab. Na, die scheinen auch kein wirkliches Eis zu mögen in dem Sinne, gell? In dem doppelt gesinnten Sinne. So, jetzt sind wir nämlich hier. Weil hier waren wir ja schon. Oh. Dass er überhaupt sich noch in der Luft halten kann, wenn er eingefroren ist. Aber klar, irgendwie ist dieses Jetpack nicht unbedingt eingefroren dabei. Ja, und übrigens sieht man hier gerade, wenn man halt getroffen wird, ich weiß nicht, ob man das schon ein paar Mal gesehen hat, weil ich jetzt erst das erste Mal darauf hinweise, sieht man halt auch das Gesicht von Samus Aran halt im Headvisor spiegeln. Ja, hier waren wir beim letzten Mal, als da unten die dann weggeflogen sind. Und das ist halt jetzt extra der Weg so gemacht, dass man halt hier. Ja. Dass man hier jetzt diesen Weg geht. Ich glaube, hier kann ich runter. Weil sonst müsste man durch das Wasser und das wäre ein bisschen suboptimal. Ich muss halt ehrlich sagen, diese Textur sieht ein bisschen schwach aus. Aber okay. Man sollte natürlich nicht zu viel erwarten. Ich bin nur gerade im Überlegen, wo ich hier jetzt genau hin muss. Ich möchte nämlich nicht auf Versehen an Stellen runterfallen, an denen ich eigentlich lang müsste. Aber ich glaube, so von der Höhe, wo ich gerade bin. Ja, da muss ich eh dann runter. Okay, alles klar. So, dass wir sozusagen auf der anderen Seite sind. Ui. Oh, das ist ein neuer, okay.
Typus Weltraumpirat. Achso, der ist. Ja, den konnte man scannen, weil er. Ja, weil er verletzt ist. Kreatur in Lebensgefahr. Schädeltrauma weist auf Hirnschädigung hin. Na gut, der war. Ach, da ist. Ah, da ist auch noch einer. Typus Weltraumpirat. Schwache Lebenszeichen vorhanden. Starke innere Blutungen. Eigentlich schon gemein, aber gut, die greifen uns hier an. Von daher. Damit. Ach, da ist. Hallo, wo kommen wir alle auf einmal her? Das ist dasselbe. Na gut, wir lassen ihn eingefroren. in Kryo-Status, gell? Aber es bleibt halt natürlich nicht ewig vorhanden. Ja, da haben sie es noch ein bisschen mit ihrem Leben beschützt, sage ich mal. Den Raum hier. So, und wie gesagt, ich sollte eigentlich jetzt nicht hier unbedingt jetzt großartig rumlaufen, weil wenn ich jetzt ins Wasser falle, dann ja. Wobei ich glaube, es eigentlich auch egal ist. Ich hätte ja, glaube ich, schon die ganze Zeit hätte rumlaufen können. Das war jetzt nur, dass man hier jetzt mit dem Eisbeam dann, also ohne Eisbeam hier nicht weiter gekommen wäre. So, also brauche ich gar nicht. Der Vorraum ist so groß, dass die ganze Map gerade orange ist. Okay, hier geht's runter. Na gut, dann halt abwärts, würde ich mal sagen. Oh oh. Oh. Okay. Nein, ich möchte hier eigentlich gar nicht rumlaufen. Bin ich ganz ehrlich. Was ist denn das? Oder ist das einfach nur ein Fässern-Tropfen? Ja, scheint wohl so zu sein. Ich habe leicht Panik, Leute. Ich bin nämlich echt kein Freund von diesen Wasserbegebenheiten. Okay, das war nur Kurzwasser, aber ja. Ich fühle mich da echt nicht wohl, Leute. Ihr wisst ja, ich bin ja eigentlich kein wirklicher Horrorspieler. Wo? Oh, ja, toll, schießt doch durch die Wand durch. Na, ich muss in den Raum rein, sonst macht sich die Tür ständig wieder zu. Okay, die halten ein bisschen mehr aus, wenn sie eingefroren sind. Okay, also ich kann sie einfrieren, aber ich krieg sie mit Eis nicht kaputt. Okay, immerhin. Ja, der Raum ist ein bisschen speziell. Vor allem ein bisschen speziell hoch, aber ich glaube, da oben ist nichts außer ein bisschen Gerümpel. Diese Tür wird nicht mit Energie versorgt. Naheliegende, ja, genau. Alles klar. Ah. Sehr schön. Na komm. Nee, ich fühle mich hier nicht wohl gerade. Weil ich habe echt das Gefühl, als ob ich hier dann gleich noch irgendwo mit Wasser in Berührung komme. Typus talonische Krabbe. Auf Talon 4 heimische Krebstier. Dieser in Schwärmen lebende Gliederfüßer verfügt über ein hartes Außenskelett. Einst wurde er im größeren Rahmen als Nahrungslieferant genutzt. Doch mittlerweile ist er durch die Wirkung des Fässerns nahezu ausgestorben. Okay, dafür läuft er aber hier in Massen rum. Generell ist die talonische Krabbe als scheu und harmlos einzustufen. Doch ein Schwarm von ihnen kann durchaus gefährlich werden. Ja, dann müssen wir sie halt abschießen. Na gut, die laufen da jetzt eh gerade nur so ein bisschen rum. Da oben rein. Krabbel, 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 krabbel. Ich glaube, es ist nicht unbedingt die passende Waffe für die, gell? Und auch wenn die da oben reinkrabbeln, wir selber können da... Ja, okay, wir können zumindest mit dem Kopf reingucken, aber wirklich was... Ja. Wirklich was das da drin machen, geht natürlich nicht. Könnte ich mal den Morpher benutzen, wenn wir da den Kopf reinstrecken. Ja, deswegen. Das war mir so klar, dass wir ins Wasser müssen. Aber gut, das war mir so generell vom ganzen Let's Play schon klar. Gucken wir mal. Oh, Gravitationssee. Eieieiei. Warum renne ich dann hier gerade rum? Ich weiß es nicht. Ich will nicht. Und auch die Musik hier, die gefällt mir dann auch nicht unbedingt. Na. Ich mag das nicht hier.
Das ist halt jetzt wirklich so creepy Atmo für mich. Absolut. Ja gut, jetzt ist die Musik ein bisschen fröhlich, aber ich habe hier halt überall das Gefühl, dass mich gleich irgendwie ein Vieh anspringt. Okay. Ich muss da irgendwo nach rechts. Ich bin übrigens froh, dass die Musik nicht mehr creepy ist, aber... Ich habe halt echt das Gefühl, weil ich weiß halt, irgendwo sind halt auch mal Viecher, die einen angreifen, deswegen... Oh, und ich falle einfach runter. Ja, da. Da ist wirklich eins von den Viechern. Typus, Chelsep. Okay, Unterwasserräuber, dessen Skeletthälfte elektrisch miteinander verbunden sind. Das Gehirn des Chelseps befindet sich in der oberen Körperhälfte. Herz- und Verdauungstrakt hingegen beanspruchen den unteren Teil. Obwohl die beiden Hälften auf rätselhafte Weise nur durch elektrische Spannungsfelder miteinander verbunden sind, bilden sie einen perfekten funktionierenden Organismus. Diese effektive Anatomie beschert dem Chelsep einen Platz an der Spitze der Nahrungskette in den Gewässern von Talon 4. Heißt es aber auch nur, dass wir ihn nur dann besiegen können, wenn wir sein Energiefeld zerstören. Ich habe irgendwie auch nicht unbedingt jetzt Bock, noch tiefer ins Wasser zu gehen, aber ihr merkt übrigens gerade, ich kann nicht wirklich hoch springen. Und hier ist auch alles wirklich verschwommen. Also ihr seht es halt selbst, das ist hier nicht wegen der Aufnahme verschwommen, das ist auch im Spiel so Absicht gemacht. Ja, die Viecher bin ich am Anfang halt wirklich in ihn reingesprungen und dann, ja. Und dann hatte ich erstmal Panik. So, da unten ist noch einer, okay. Hier ist es natürlich ein bisschen schwieriger, die Sprünge zu koordinieren, sage ich mal. Nein! Nein! Jetzt bin ich ganz unten gelandet. Eieiei. Ich. Ihr müsstet jetzt gerade mein Gesicht sehen. Eigentlich müsste ich jetzt mit Facecam spielen hier. Typus Wasserranke, Unterwassertentakel, der Teil eines unterirdischen Organismus ist. Die an ihrer Umgebung angepasste Wasserranke kann die Verhaltensmuster der eng verhornten Sensenranke. Hat die Sensenranke übernommen. Okay. Mit ihren felsenbewohnenden Verwandten teilt sie das eingeschränkte Sichtvermögen. Sie allerdings nutzte ein Ultraschallverfahren, um ihre Beute zu orten. Da das Wasser ihre Tentakel nur wenig bremst, verfügt die Wasserranke über beachtliche Agilität und Stärke. Geh weg! Ich will gar nicht wissen, was ihr drauf habt. Wobei, ich glaube, die kommen auch wieder raus, gell? Ja, okay. Also bringt es gar nicht, die abzuschließen. Ja. Ich bin nicht zu tief gefallen. Also ihr könntet sicherlich denken, dass ich hier eigentlich wieder raus will. Ich mag das hier nicht. Also wie gesagt, die Sicht ist absichtlich schlecht. Dann... Ja. Aber ich... Na, macht das mehr Sinn? Ich glaube nicht. Da sehe ich nämlich die Plattform nicht richtig. Ja, nee. Macht auch nicht mehr Sinn. Aber zumindest kann man dann sehen, wo hier irgendwelche Viecher sind, gell, so ein bisschen. Ah, ich muss sowieso hier, okay. Alles klar, gut. Also gut, dass ich hier vielleicht doch ein bisschen runtergefallen bin. Weil ich muss dann wohl oder übel die Sachen hier aktivieren. Damit die Tür überhaupt aufgeht. Also hätte ich so oder so ins Wasser springen müssen. So, aber müssten dann wohl wieder insgesamt drei sein, denke ich mal. Da hinten ist nur eins, okay. Oder doch mehr? Ah, da hinten ist nur eins. Da oben. Oder? Was ist das? Ich weiß es gerade nicht. Vor allem, ich muss hier... Ich kann hier nicht richtig springen. So, nochmal genauer umgucken. Ich fühl mich einfach so abartig unwohl hier gerade. Bin ich ganz ehrlich. Ist. Okay, keine Ahnung, wo das Leuchten jetzt ist. Das ist weg. Vielleicht haben ja doch drei gereicht, aber.
Oder irgendwo oben war noch eins. Ah ne, achso, das sind die Fische, die hier so rumschwören, die kleinen, die halt einem nichts tun. Na gut, wir werden feststellen, ob uns dann irgendwo wohl nach irgendwas fehlt. Ah, da ist was zum Scannen. Ist weit weg. Ah, okay. Diese Tür wird nicht mit Energie versorgt. Ja, das ist mir schon bekannt. Also fehlt uns doch noch irgendwo was. Hm. Da oben sind die Fische. Da ist nochmal der Typ. Auch schön, dass man ihn sieht. Aber wo ist denn jetzt hier noch was? Oder war bei denen unten irgendwas? Nee. Ich meine, wir können ja auch durch die Umgebung, durch den Boden gucken. Deswegen bin ich jetzt gerade so ein bisschen überfragt. Oder ist hinter dem irgendwas, was man dann deswegen nicht sieht? Hey du. Mach mal den Mund auf, Kollege. So, nee. Das ist jetzt unser Energievorrat. Ich bin gerade so ein bisschen überfragt, bin ich ganz ehrlich. Vielleicht sollte ich einfach mal zur Tür hingehen und dann mal gucken, ob ich vielleicht von der Tür aus dann in die andere Richtung gucken kann und dann was zu sehen. Wobei ich natürlich erstmal gucken muss, wie ich hochkomme. Ich glaube, ich vielleicht darüber springen kann. Nee. Wie ein Raum einen aufhalten kann, gell? Partzeit ist auch schon relativ lang geworden, merke ich gerade. Aber den Raum würde ich schon ganz gerne irgendwie bewältigen, bin ich ganz ehrlich. Ich muss so rumlaufen, damit ich sehe, wo was ist. Da oben ist übrigens auch noch so ein Vieh, okay. Also heißt es dann, ja gut, es heißt wohl auch übel, ich muss erstmal wieder nach oben. Irgendwie. Ja, und da ist natürlich dann halt der Gedanke, wenn man dann später die Gravity Suit hat, dann fühlt man sich dann hier wieder ein bisschen wohler, wenn man halt auch sich ein bisschen schneller bewegen kann und vor allem auch höher springen kann. Aber zumindest haben sie hier die Atmo gut hingekriegt, also ganz ehrlich, so soll es ja eigentlich auch sein. Weil es halt wieder dieser Tentakel, die da rumschwirrt. So, hier hoch. Also am besten ist wirklich Stück für Stück die einzelnen Plattformen hier nach oben. So, mal ganz kurz gucken, wo ist dieser andere Typ? Da ist er ganz oben, okay, das stört mich dann weniger. Da lang. Also hier ärgert man sich dann schon so ein bisschen, wenn man runterfällt, aber eher aus dem Gedanke, weil man natürlich den ganzen Weg dann wieder nach oben müsste. Ich war vermutlich irgendwo oben und deswegen sehe ich es von unten halt nicht. Ah, hier. Okay, das war eine komische Stelle, aber gut. Okay, das Tor ist jetzt also offen, aber ist natürlich die Frage, wie komme ich da rein? Also wie komme ich da hin, besser gesagt. Weil einfach rüberspringen geht halt nicht. Ich muss irgendwie von oben da reinhüpfen oder was, oder wie? So, nochmal gucken hier. Herr Fischer erschreckt mich bitte nicht hier. Ich bin angespannt hier, wenn ich hier rumgeister. Wo ist denn jetzt das Vieh? Da oben. Okay. Nächster hier. Okay. Ich will hier nicht sein. Und vor allem, wie gesagt, es ist nur ein Raum. Und gibt ja noch ein paar mehr Räume. Wobei, wenn ich jetzt, glaube ich, hier ein bisschen langlaufe, dann kann ich jetzt vermutlich doch irgendwie passend runterspringen. Hoffe ich zumindest.
Also hier jetzt noch dauerhaft creepy Musik haben und das wäre dann wirklich übel gewesen. Also noch übler, als es eigentlich schon ist für mich. Komm, besiegen wir dich noch schnell hier. Damit habe ich zumindest Sicherheit, dass... Ach, der zieht mich ran, oder was? Oder wie, was habe ich da gerade gesehen? Hat eben so ausgesehen. Ja, aber springe ich wieder ganz nach oben. Wie komme ich da rein? Ah, da ist eine Metall-Magnetschiene gewesen, oder was? War. Ja. Nun. Ist halt jetzt schön die Frage, gell? Aber ich muss mal ganz kurz was trinken hier, das ist ein bisschen... schon eine recht lange Folge. Ich würde ja schon gerne den Raum hier verlassen. War vielleicht sogar recht dumm, dass ich jetzt hier mich hab ganz hab runterfallen lassen. Aber ja. Muss halt irgendwo an der Seite vielleicht mal gucken, dass es hier irgendwo, keine Ahnung, entweder eine Stelle gibt, wo man halt entlang laufen kann oder so. Weil ich meine, wir haben jetzt alles aktiviert, also müssten wir im Prinzip jetzt nur noch irgendwie den Punkt finden, wie wir dann nach oben kommen. Ah, okay, hier vielleicht. Macht vielleicht eher Sinn. Ja, okay, alles klar. Da hätten wir uns den Weg ganz nach oben eigentlich sparen können. Sehr schön. Immerhin. Es wird nicht besser. Ja gut, hier kann man gleich mal aktivieren hier. Aber vielleicht ist das hier eine Speicherstelle hier. Na komm. Ja, okay, alles klar. Hei. Schön unter Wasser speichern hier, gell? Oh. Und es wird halt in den nächsten Folgen dann nicht besser. Zumindest nicht, bis ich den Gravity Suit gefunden habe. Okay, aber gut. Dann ja. Dann hoffe ich, euch hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich ja wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne auch abonnieren, falls ihr mehr von Metroid Prime sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.